Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Test Mario Kart 8. Yay, wir haben... Oh, die Toilette haben wir freigeschaltet. Warum tragen die alle... Ach so, das ist das Bike, was ich habe. Nee, das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal nehmen. Also zumindest nicht die Reifen. Alles andere ist okay. Oh, wir haben noch einen neuen Reifenteil. Metall. Was kann das? Die Haftung will ich noch ein bisschen besser haben. Dadurch geht das Tempo aber verloren. Was mir persönlich jetzt eigentlich egal ist, ich teste das mal aus. Natürlich den Schirm. So, es ist jetzt Zeitfahren. Und wir nehmen eine Strecke, die wir noch nicht gefahren sind. 3DS Dschungel. N64 Königliche Rennpiste. Donut-Ebene 3. Staubtrocknende Wüste. Ich denke mal, ihr wollt auch die neuen Strecken mal sehen. Genau, Grusel-Wusel-Villa. Die interessiert mich jetzt mal. Gegen Geist antreten. Von Ninmark. Also ich denke mal nicht, dass wir den Geist besiegen können. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir es mal. Wenn ich seine Zeit nicht schaffe, habe ich wenigstens meine eigene Bestzeit, die ich immer wieder besser fahren kann. Ich fahre die Strecke zum ersten Mal. Jetzt habe ich irgendwie total vergessen, Gas zu geben. Irgendwie kommt mir die Strecke aber bekannt vor, ganz ehrlich. Die ist ähnlich wie eine andere Geisterstrecke, die ich kenne. Ich bin mit dem auch noch nicht so gut. Ja, der Geist, der ist schon weit voraus. Der wird mich im Laufe des Spiels überrunden. Oh, die Geister sind böse. Die Geister sind böse, aber richtig böse. 9 Sekunden. Willst du mich verarschen? Driften muss ich auch üben. Driften ist das A und O in diesem Spiel. Ich konnte das mal so gut. GameCube war das einfach. Genau. Da war ich gut drin. So, wir nehmen jetzt mal das obere. Wir haben 9 Sekunden Rückstand, ne? Oh, natürlich hat der die beste Bestzeit überhaupt. Alter. Wie kann ich noch so gut fahren? Aber ist eigentlich klar, dass wir ablosen. Der driftet bestimmt auch in geraden Strecken. Alle, die das machen, sind verrückt. Weil es nämlich ziemlich schwer ist, aber es ist wirksam. Ganz ehrlich. Ich hätte ihn verfolgen sollen. Moment mal.
Das war so klar. Aber mein eigener persönlicher neuer Rekord. Er hatte Turboflitzler, er hatte Retro, er hatte Standard. Oh, dann ist kein Wunder. Und die erste Runde war sogar noch seine schlechteste. Aber ich muss sagen, die letzte Runde war wenigstens unter seiner ersten Runde. Also, es war nicht so schlecht. Möchtest du deinen neuen Geistdaten hochladen? Ja, komm, machen wir das mal. Verwende das Wii U Gamepad zur Steuerung. Nee, dann doch nicht. Oder? Achso, ich sollte dann noch was verfassen. Ich kann mich gar nicht auf das, was auf meinem Bildschirm da unten passiert, konzentrieren. Geistdaten wurden erfolgreich hochgeladen. Okay, Strecke wechseln. Ich habe ja gesagt, wir machen mindestens zwei solcher Strecken, obwohl... Nee. Wir können ja die anderen Sachen dafür mehrmals nehmen. Ein Versus-Rennen. Wen nehmen wir denn dafür? Oh, komm, Baby Peach. Oh, ist die knuffig. Ist das ein Quad? Stimmt, es gibt anstatt Bikes und normal Karts gibt es nur noch die gibt es ja noch die Quads. Die sind im Gelände gut. Ja, ich nehme jetzt die Ausrüstung, die er hatte. Ich teste es mal. Ohne Teams. Ah, ich kann wählen, was für Items. Sprich, man kann bestimmt online auch ohne Items und Münzen. Dann heißt es, der Bessere gewinnt. Und ganz ehrlich, es wurde auch langsam Zeit. Ernsthaft. So sieht man wirklich, wie gut derjenige ist. Und ich denke mal, ich mache ohne Items. Oh, die können sogar schon gespiegelt. Wir nehmen die 100 CCM. Komm, ist natürlich auf normal. Alle Fahrzeuge. Strecke. Und dann machen wir, okay, drei Rennen. Natürlich nehmen wir dann die alten. Nehmen wir hier mal eine Retro-Strecke. Zur Donkey Kong Dschungel. Es sind jetzt drei Rennen. Hätte ich das gewusst. Aber es ist jetzt so eine Art Test. Ich zeige euch, wie das Spiel so. Ja. Wie das Spiel so ist. Und ich glaube, wenn ich es Let's Played hätte, hätte ich bestimmt niemals auf die Idee gekommen, ein Versus zu machen. Es ist auf jeden Fall wie ein Cup. Ich glaube, ich habe mein neues Lieblingsfahrzeug. Und 3DS bin ich diese Strecke schon gefahren. Also ich glaube, wenn ich das Spiel mit meiner Schwester nehme, mein Neffe wird sich freuen. Der wird mit mir auf jeden Fall Mario Kart spielen wollen. Da habe ich wenigstens mal einen, der mit mir spielt. Und vielleicht steigt meine Schwester ja auch ein. Das ist auf jeden Fall geiles Gameplay. Juhu. Also das Spiel macht mir jetzt schon so viel Spaß. Oh. Ich mache mich mal zum Landeanflug bereit. Haha. Der ist abgestürzt. Oh, wenn ich nicht aufpasse, bin ich der Nächste. Man kann auch bis zu 32 Rennen machen. Das finde ich ein bisschen krass. Aber das könnte man als Weltmeisterschaft so sehen.
alle Cups in einem. Warum gibt es das eigentlich nicht? So Challenges. Genau, Challenges. Warum gibt es das in diesen Mario Karts nicht? Weil ich finde, das Mario Kart hat sich wirklich kaum verändert eigentlich. Es hat immer noch das gleiche Konzept drin. Man fährt Rennen, man hat jetzt Bikes, man hat jetzt Hovercraft sozusagen. Man hat jetzt alles Mögliche reingetan. Fahrzeuge kann man sozusagen nicht mehr neue reinstopfen, finde ich. Das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, ist es einen mehrjährigen Spielspaß. Also einen längeren, meine ich. Damit man auf jeden Fall... Alter. Damit man auf jeden Fall mehr vom Spiel hat. Und ich fliege ins Nirvana. Oh. Ohne richtigen Tempoverlust habe ich es doch noch geschafft hier. Was, der hat Windschatten genutzt von dem? Ich habe den gerade gar nicht gesehen, deswegen dachte ich, hä? Aber mit dem Ding kann man verdammt geil driften. Das ist eine verdammt geile Idee gewesen von dem Typen. Und ich muss mir wirklich mal öfters die Geistdaten anschauen. Weil die haben dann die optimalsten Bike-Bedingungen, ganz ehrlich. Ich lande mal. Na, ah, Mist. Aber man wird sofort zurückgedrängt. Man wird nicht jetzt so lange. Also es hat sich auf jeden Fall schon gebessert. Okay, ich war jetzt nicht ganz so gut wie in den anderen Cups und so. Oh, wie die sich freut. Auch wie süß. Yay. Wenn ich ein Mädchen, also wenn ich mal ein Kind habe und ein Mädchen, dann nenne ich Peach. Nee, Spaß. So, dann nehmen wir noch mal eine Strecke hier aus der neuen Rubrik. Strecke werden wir auf jeden Fall, wenn ich es jetzt hochlade, Let's Play technisch, werdet ihr auch Strecken noch mal sehen, die ich jetzt wähle. Shy Guys Wasserfälle. Aber ich finde das cool, so viele Rennen wie möglich zu machen zum Beispiel. Oh. Ah, verdammt. Falscher Knopf. Tja. So ist das halt, wenn man Rennspiele gewohnt ist. Auf der PS 3, 4 und ich glaube 2 war das auch so. Ich weiß nicht, ob sie es da schon hatten. Da waren die Schultertasten die Gasgebknöpfe. Oh, 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 oh. Hey, yo, was geht? Alter. Aber mit dem Bike kann man verdammt... Ach, Bike sage ich schon. Mit dem Kart kann man verdammt gut driften. Aber es ist langsam. Oder irre ich mich? Wow. Wow. Oh, da oben kann ich hin. Nächste Runde werde ich es mal antesten, wie ich da hochkomme. Okay. Natürlich kann man hierdurch keinen freischalten. Aber die Shy Guys. Ist ja mal geil. Kriegen die auch mal eine Strecke? Ich mag die Gegner. Also fast jeder Gegner ist schon populär. Weil es kommen immer die gleichen Gegner in den meisten Mario-Spielen vor. Und die kennt man mittlerweile. Goombas zum Beispiel, die fehlen auch noch. Pass auf, die kommen auch noch im Kart vor. Und man hat wirklich alle Koopalinge hier drin. Alle. Aber ich finde es schade, dass man hier so gespoilert wird. Weil wenn man ja gegen die fährt, dann weiß man, die bekommt man noch. Kann man da irgendwie... Oh, Shy Guy! Du scheiß Geist. Aber die sind nicht dumm, die machen das gleiche wie wir.
Wir nehmen Windschatten. Fahren rüpellos. Fahren Abkürzung. Das bin ich von Computern gar nicht so gewohnt. Na gut, ich hab's auf normal Schwierigkeitsgrad jetzt. Aber naja, wir hätten das Rennen auch schneller machen können und die Gegner auf normal. Wäre auch interessant gewesen. Oh nein. Na kommt schon. Ah, leck mich. Aber kann man nicht einen Wheelie machen? Deswegen fand ich die Bikes immer so klasse, aber die haben sich jetzt genauso wie die Karts gemacht. Keinen eigenen Vorteil mehr. Nein! Du Scheißgeist! Oh, Vierter. Ich bin schlecht. Was ist das denn jetzt? Dem kann ich einen Stern geben? Mehr ist das nicht? Really? Ich kann 6 Sterne verteilen. Das heißt, ich kann 6 Strecken geil finden, oder was? Sehe ich das richtig? Ach komm, und dann nehmen wir noch eine, die mir ganz persönlich gefiel. Ich fand die Autobahn von Toad so geil. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das, woher die Nummer kommt, aber die müsste N64 sein und N64-Strecken sind sowieso die geilsten. Diesen Part werde ich sowieso länger gestalten als die anderen, weil ich natürlich jetzt die anderen Sachen im Einzelspieler zeige. Aber ich zeige jetzt nur die Einzelspieler-Sachen. Soll ich nicht auch noch die, ja, da steht N64. Soll ich nicht auch noch die anderen Sachen zeigen? Wie online? Wird wohl bestimmt schon jemand online sein. Es gibt ja schon Geister. Aber lass das Spiel erstmal ein paar Wochen draußen sein und es werden sowas von üble Geisterarten erscheinen. Die kann keiner mehr besiegen. Oh, Scheiße. Ich will da hoch. Boah, geil. Werbung. Oh, große Augen gucken mich da an. Und 2 identische Busse nebeneinander. Normalerweise ist das eigentlich irgendwie nicht erlaubt. So, Alter, hier fahren aber auch nur fette Fahrzeuge rum. Soll ich jetzt... Ne, ich mach so. Bin ich schneller? Wie man sieht. Ah, Mist. Burning Decay. Aber wisst ihr was? Ich werde es doch Let's Playen. Ey, das macht so viel Bock. Aber ich warte trotzdem drauf, was ihr sagt. Aber... Weil ich würde es schon gern Let's Playen. Ich werde es ja auch aufnehmen. Nur ich will halt wissen, ob auch Interesse besteht. Sonst mache ich andere Projekte zuerst. Weil ich habe da noch viele andere Projekte. Obwohl, dieses Projekt wird hier eh nicht lang. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Warte mal, war da noch eine Rampe oder so da drauf? Oh oh. Mein Fahrzeug ist nicht hier das schnellste, deswegen muss ich mal driften, damit ich ein bisschen Boost kriege. Aber es ist schon meine Lieblingsstrecke. Schon allein, weil es eine N64-Strecke ist. N64-Strecken waren sowieso die geilsten. Also, geilste Rainbow Road. Die geilste Bowser Castle. Meiner Meinung nach. Ihr könnt ja mal schreiben, was ist eure Lieblingsstrecke allgemein. Postet es in den Kommentaren. Ich will endlich auch mal gerne Kommentare haben, wie ihr... Ich will euch mal ein bisschen mehr einbinden und ich hoffe, ihr nutzt es auch. Ansonsten kann ich sagen, was ich will und es kommt keine Kommentare. Ist ja doof, oder? Ja, ich weiß ganz genau, ihr würdet auf euren Videos auch gerne Kommentare haben. Guckt mal, wir sind sogar noch Dritter geworden. Wir hätten noch
bei einer vierten Strecke hätten wir noch Erster werden können. Aber wir sind nur Dritter. Und dafür gibt's nichts. Yay, yeah, wir haben den Mario Kart Pokal Bronze. Cool. Erhält man auch was? Oh, die hätten Challenges reinmachen müssen. Ganz ehrlich. Also den Online-Spiel-Modus, den werde ich im nächsten Part zeigen. Da werde ich ein paar Rennen fahren. Gegen natürlich Online-Gegner. Aber noch machen wir die Schlacht und dazu benutze ich mal den fetten Bowser. Wir müssen nicht schnell sein, wir müssen nur stark sein. Oh ja. Man kann auch mit Teams machen, finde ich cool. Ganz ehrlich, finde ich cool. Alle Items. Natürlich müssen wir mit Items. Wir können auch daraus eine Bombenschlacht machen. Alle Items sind erlaubt. Rundendauer. Machen wir mal eine Minute. Wir haben nicht so viel Zeit. Computer sind... da will ich es lieber auf leicht haben, um noch mehr zeigen zu können. Alle Fahrzeuge... wir machen drei Runden. Oh, und diese Strecken eignen sich dafür. Oh, Zombie Island. Das ist ja mal geil. Das ist mal geil, das ist was anderes. Donut-Ebene nehmen wir natürlich dafür. Die ist nämlich, glaube ich, sogar dafür gemacht worden. Ich weiß, der Part dauert jetzt etwas länger als die anderen, aber es ist halt so ein Special Part. Wir haben drei Ballons. Oh oh. Oh, das hätte in die Hose gehen können. Ja, Volltreffer. Volltreffer. Habe ich 5 Ballons oder warum steht da 5? Weil ich 2 getroffen habe, oder? Na, Mist! Auf jeden Fall sind es bis zu 3 Leute. Na, Treffer! 6 Ballons, weil ich 3 getroffen habe. Nächste Runde. Ich hätte zufällig nehmen sollen, ganz ehrlich. Aber ich nehme jetzt die Toto... die Totos, genau. Die Toads Autobahn, wie sie die wohl Battle bereit gemacht wurde. Aber ich finde, so richtige Battle-Strecken wären geiler. Zumindest hätte man daraus auch aus Nintendo Land... Bowser startet durch. Warum eigentlich? Einfach reinfeuern, einen werde ich schon treffen. Was für Laus. Der hat gerade ein Item genommen, ne? Nein, nein, nein. Ich fahr hier mal weg. Voll erwischt.
habe 5. Was habt ihr? Die haben gut, oft gut. Boah, wie viele da mitfahren. Das ist schon gar nicht mehr normal. Aber ich find's geil. Geil gemacht. Muss ich sagen. Und dass nur 8 Strecken zur Verfügung stehen. Komm, nehmen wir mal das. So, B-Island. Aber ich glaube, man kann auch mehr Strecken freischalten. Ich glaube, da kommen noch 4 dazu. Oder nee. Quatsch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die dann noch bis zu 8 Strecken haben. Und zwar 4 Retro und 4 normale. Das scheint auch wieder so eine Battle Stage zu sein. Eine klassische. Ach komm, irgendjemand wird schon drauf fahren. Jetzt habe ich doch... Oh, da ist einer. Ich wollte schon sagen, bis jetzt habe ich doch keinen gesehen. Die haben jetzt schon voll die Ballons verloren. Oh, oh. Na, Bombe! Verpiss dich! So. Kollege! Wenigstens einen Ballon gekriegt. Nein! Das war knapp. Beinahe hätte ich keinen gekriegt. Cool wäre es, wenn man da auch ein paar freischalten könnte. Und dann kriegen wir natürlich die Trophäe. Gold, jawohl. Aber leider kriegt man dafür nichts. Das wäre schön, wenn man dafür wenigstens Sterne kriegen würde. Punkte, die man einlösen könnte. Die haben 30 von 90 Stempeln. Im nächsten Part werde ich den Online-Modus vorstellen. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zwineter.